glaub's nicht. Oder? Man sieht es mir wahrscheinlich an, es ist verdammt heiß. Wir sind in Slowenien, zwei Kumpels und ich, Benno und Flo, die sind mit dabei. Die holen gerade das Auto, denn wir sind ja gerade mal so einen Kanal lang gelaufen. Und der sieht ganz schön gut aus. Wir haben hier hinter uns ein schönes Seerosenfeld und zwischendrin stehen Fische. Die sonnen sich da aktuell, ab und zu wühlen sie sich auch so ein bisschen durch. Und das ist schon echt vielversprechend. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich mal ein paar Routen fertig machen. Für ein paar Stunden hier unser Glück versuchen. Und vielleicht können wir ja hier einen schönen slowenischen Fisch rausholen. Wäre auf alle Fälle geil. Da die Fische nicht gerade in Fresslaune waren, platzierten wir auffällige Köder mit wenig Beifutter genau in den Bereichen, in denen wir die Fische immer wieder ausmachen konnten. Frank, ein lokaler Angler, empfahl uns, eine Route musste unbedingt nah an die Brücke. Und genau dort sollte auch eine meiner Routen dann hinkommen. Jetzt ist das Ganze gerade ein bisschen ruhig, aber hier in dem Seerosenfeld, das ist echt der Wahnsinn. Da stehen mehrere Fische drin und die schieben sich dann teilweise aufeinander und übereinander und springen aus dem Wasser. Ein Teil der Fische ist also noch mit Laich beschäftigt. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie die sich hier teilweise durchwühlen. Ist natürlich jetzt nicht das beste Zeichen und dann beißen sie wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber zwischendrin sind auch immer wieder Kois. Ein paar von denen schieben sich auch mit zum Laichen rein. Ein paar sind aber auch so am von der Oberfläche ein bisschen was wegnehmen und immer mal Kopf zum Grund. Und definitiv habe ich auch mehrere Fische was fressen sehen, Spiegler. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass es wirklich klappen könnte, dass einer von uns dreien vielleicht hier noch einen schönen Fisch rausholt. Sieht auf alle Fälle echt vielversprechend aus. Gnadenlos brannte die slowenische Mittagssonne. Deshalb entschlossen wir uns, ein wenig Siesta zu machen. Allerdings nur bis... Fuck. Der läuft. Ich glaub's nicht.
Doch, ist noch. Ist noch. Ja. Oder? Ich glaube. Da ist er. Da ist er irgendwo. Ja, da hängt er noch. Ja, da ist er am Arbeiten. Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Dunkler. Boah, guter Fisch. Und diese blöde, na, Blüte. Warte, ich muss hier drüber klettern. Ich versuche den mal ein bisschen. Ja, vielleicht gerade so, der kann das nicht lang. Diese Blüte müsste mal abgehen da. Jetzt habe ich ihn. Schöner langer Fisch. Ich glaube, das ist ein Spiegler. Jo, Spiegler. Da komme ich ran. Ich muss nur hier rankriegen. Fisch. Ja, komm. Komm, ergib dich. Warte, ich nehme den Kescher wieder ab. Kann ich selber keschern? Oder kommst du dann? Pass aber auf, dass der Handy nicht reinfällt. Warte, geh mal hier rüber und dann dirigiere ich ihn dir rein. Schöner Spiegler. Schöner Spiegler. Jetzt komm. Ja, komm. Yes! Ja. Jawohl! Geil, Mann, geil. Danke, Benno, fürs Keschern. Mit den ganzen leichenden Fischen hier immer wieder und den sich sonnenden Fischen hatten wir nicht ganz mehr so viel Hoffnung. Aber glücklicherweise haben wir einen rausgeholt. Ich war auch noch der Glückliche, bei dem der Biss kam. Und es war ein schöner Spiegler. Bei den Temperaturen ist es natürlich nicht ohne, so einen Fisch draußen zu haben. Deswegen haben wir den relativ schnell wieder schwimmen lassen. Aber so ein paar Aufnahmen haben wir ja und es war wirklich in der Kulisse ein geiler Drill.